Danke. Ein Glück. Ist noch was? Das Toilettenpapier. Bitte. Da. Ey, das ist nur eine leere Rolle. Ich habe alles gebraucht. Würdest du dich bitte aus dem Staub machen? Ich will mich umziehen. Du hast da eine leere Klopapierrolle, Larry. Ist schon wieder alles aufgebraucht? Ja. Komisch. In letzter Zeit ist das immer ruckzuck leer. Vielleicht hat es etwas mit dem Barbarenbräu zu tun. Hm. Meinst du? Ich habe mich dabei ans deutsche Reinheitsgebot gehalten. Also an die überarbeitete Version von meinem Ururgroßvater Lefty Niederels, der 1887 aus Kassel hierher ausgewandert ist. Schlangenöl ist heutzutage übrigens gar nicht so leicht zu beschaffen, außer aus Taiwan. Kannst du mir einen Gefallen tun und das Toilettenpapier auffüllen? Es ist gerade eine neue Lieferung eingetroffen. Du findest alles im Hinterzimmer. Daraus lassen sich lustige Sachen basteln. Das muss das Toilettenpapier sein, von dem Lefty geredet hat. Fühlt sich an wie Schleifpapier. Das kommt nicht an meinen zarten Hintern. Ach, Larry, das mit dem Toilettenpapier kannst du jetzt auch vergessen. Das Klo hat es nicht überstanden. Es hat schon viel erlebt in all den Jahren, aber das war zu viel. Diese Becky ist jetzt auch verschwunden. Ich soll dir ausrichten, dass sie dich nie wiedersehen will. Becky vielleicht? Ja, sie hat ihr Höschen da reingeworfen. Auch eine Art, Unterwäsche vorschriftsmäßig zu entsorgen? Besser nicht. Damit bin ich vorerst fertig. Besser nicht. Das ist so kratzig, das kann man niemandem oder etwas antun. Perfekt. Ich nenne es den Po-Schmeichler. Oh, das ist sicher das weichste und zarteste Toilettenpapier aller Zeiten. Kann ich dir helfen, Larry? Also... Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Space Shuttle und Concorde gibt es nicht mehr. Bis später, Lefty. Thank you.
Oh. Ja, das ist der Stoff. Eindeutig gebraucht. Hast du nicht gesagt, du willst das Höschen nur als Beweis, dass ich ein geiler Aufreißer bin? Klar. Ich rieche nur zur Sicherheit daran. Und das Toilettenpapier ist so weich. Fühl mal. Geil. Kriege ich auch was davon ab? Niemals. Ihr wolltet mir doch bei diesem Timber-Ding helfen. Aber natürlich. Wir geben dir jetzt alle Tipps. Dann fliegen dir mehr Muschis zu, als du vögeln kannst. Aber lass uns auch noch ein paar übrig. Gib mir mal dein P-Phone. Hier. Wenn du irgendwas an meinen Einstellungen änderst, hacke ich dein eigenes P-Phone und veröffentliche deinen Browserverlauf. Okay, damit ich dir das perfekte Profil einrichten kann, musst du mir ein paar Fragen beantworten. Klar. Name? Larry Laffer. Spitzname? Lounge Lizard. So haben sie mich in der Grundschule genannt. Beruf? Frauenversteher. Ich trage einfach IT-Spezialist ein. Darauf stehen die Frauen. Ja, und steigen sie deswegen auch dauernd nach. Was ist dein Motto? Deine Tagline? Ich habe den Schlüssel zu deinem Herzen und den Penis zu deiner Vagina. Das passt zu dir, Alter. Legal in den meisten Bundesstaaten? Bleiben wir realistisch. Nehmen wir 39. Lieblingstier? Muschi. Meine Astrologin sagt, das wäre mein Krafttier. Eigene Genderzuordnung? Ich schaue jetzt nicht in meine Hose. Ich trage Mann ein. Aber mit Anführungszeichen. Sexuelle Ausrichtung? Je nachdem, welche Hand frei ist. Okay. Ich trage mal bisexuell ein. Dann hast du die meisten Möglichkeiten bei Timber. Naja, ihr seid die Profis. Lieblingsstellung? Egal, Hauptsache Sex. Sagen wir lieber Scroonicorn. Das ist gerade in. Okay, jetzt nur noch das Profilbild. Zeig dich mal von deiner Schokoladenseite. Perfekt. Wenn das kein beeindruckendes Profil ist, weiß ich auch nicht weiter. Was mache ich jetzt mit diesem Timber? Wenn jemand zu deinem Profil passt, wird die Person als Kontaktvorschlag angezeigt. Und dann kannst du die Bilder nach links wischen, wenn du sie nicht magst, oder rechts, wenn sie dir gefallen. Wenn dich eine Person mag, wird sie dir unter Matches angezeigt. Auf der Unterkarte werden dir deine Matches angezeigt. Auch diejenigen, die du zunächst weggewischt hast. Und dann bekommt man Punkte? Ich brauche 90, damit Faith mit mir ausgeht. Dann mal viel Erfolg dabei. Prone hat einen komplizierten und streng geheimen Algorithmus in Timber eingebaut, der deine Punktzahl bestimmt. Dabei wird die Anzahl deiner Kontakte, die Qualität deiner Kontakte, die Sexhäufigkeit und die Sexqualität bewertet. Außerdem bewerten alle Timber-Mitglieder sich gegenseitig. Ein gut verlaufenes Date gibt mehr Punkte. Die App bewertet Häufigkeit und Qualität von meinem Sex? Hä? Wie macht sie das? Das fragen wir uns schon länger. Nochmal langsam. Ich muss mit möglichst vielen Frauen Sex haben, um an meine Traumfrau Faith ranzukommen? Ja, so könnte man das formulieren. Wow,
Das 21. Jahrhundert ist super. Hey, Larry. Ja, Süße? Ich habe neue Vorschläge für dich auf Timber. Aha. Das Profil funktioniert. Die Frauen fliegen auf mich, wie erwartet. Macht euch bereit, Ladies. Hier kommt Larry Leffer. Pi, was ist mein aktueller Score? 5. Ha, es ist ein Anfang. Nur noch 85 Punkte, Faith. Bald haben wir unser Date. Was für ein Spinner. Er guckt, als wären seine Gedanken woanders. Was gibt's? Wollt ihr wirklich euer ganzes Leben in so einem seltsamen Laden arbeiten? Ich nicht. Was? Ich möchte Trainer von Wrestling-Alpakas werden. Dass du einen Knall hast, war mir klar. Aber dass es so schlimm ist? Wrestling-Alpakas? Als gäbe es sowas. Ich komme später wieder. Du hast neue Matches auf Timber, Larry. Sieht ziemlich räudig aus und kaut entschlossen auf seinem Knochen rum. Jojojojo, braves Hundi. Ich will deinen blöden Knochen sowieso nicht. Hab schon genug im Körper. Thank you.
In New Lost Wages ist sogar die Asche dreckig. Mein Arzt hat mir verboten, in Aschenbechern rumzustochern. Da hing mal ein Poster. Eine Plakatwand. Vegan? Was meinen die denn damit? Ist das aus Pflanzen? Geht. Ich mag Süßigkeiten. Kannst dich bedienen, die sind gratis. Ließe sich zu einer kurzen, dünnen Schnur abrollen. Das hilft mir nicht. Da hängen Flyer. Da könnte man noch was dazu hängen. Ist das ein Hut oder ein mutierter Pickel? Was ist das denn für ein Laden hier? Hallo. Willkommen im Salon de Lézard. Die individuellste, undergroundigste, hipste und veganste Bar der Stadt. Hier bekommst du alles, was du willst. Und alles ist glutenfrei. Gluten? Was soll das denn sein? Schmeckt das? Was? Gleichmäßig atmen, Everett. Denk an Indien. Ein Bier, bitte. Sorry, unser Bio-Natural Pale Ale ist gerade aus. Wusstest du, dass natürliche Zutaten ohne Konservierungsstoffe ziemlich schnell verfaulen? Was habt ihr sonst so auf dem Menü? Wir haben Chai Latte, Maca Latte und normale Latte. Sag es nicht, Larry. Latte. Natürlich sagt er es doch. Alles mit Sojamilch, natürlich. Außerdem Falafel und Halloumi-Sandwiches. Mehr Avocado-Gerichte, als ich jetzt hier aufzählen könnte. Alles regional und bio. Und glutenfreies Brot zum Ausprobieren. Also, was darf sein? Ist das Brot gratis? Ja, das kommt irgendwie nicht so gut an. Deswegen bieten wir es zum Probieren an. Dann immer her damit. Ich hätte gern eine Latte. Sehr gerne. Das macht dann $12. Was? Eine Latte bekomme ich woanders, aber billiger. Oh, ich sehe gerade, dass die Sojamilch abgelaufen ist. Brauchst du die noch? Eigentlich schmeißen wir die weg für die Leute zum Containern. Aber na gut, hier. Ich glaube, ich will doch nichts. Für eine Bar ist das hier ziemlich ordentlich. Oh, wir sind hier schon richtig Subkultur, finde ich. Unter der Wandfarbe sind total harte Graffiti. Schwitzt ihr nicht unter den Bärten? Überhaupt nicht. Wir haben uns vorhin schon gefragt, welcher unserer Bärte beeindruckender ist. Was meinst du? Der golden glänzende Bart ist toll. Schmierfett bringt mein Gold zum Leuchten. Siehst du? Das ist aber nicht vegan. Aber das ist es wert. Wir sehen uns später. Hallo. Willkommen im Salon de Lézard.
Wir sehen uns später. Sie rockt wirklich. Machst du Musik? Wenn das ein Anmachspruch werden sollte, war der ziemlich außergewöhnlich. Hey, danke. Das meinte ich jetzt nicht als... Ach, egal. Mein Name ist Larry. Larry Leffer. Stets zu Diensten. Lemmer. Lemmer Talika. Stets am Rocken. Ich mag deinen Style. Danke, du kannst ihn gerne imitieren. Aber ich mag deinen Retro-Look auch. Gehst du mit mir aus? Du verlierst keine Zeit, was? Mir gefällt das. Nach meinen Konzerten habe ich immer Lust, mich zu vergnügen. Du verlierst keine Zeit. Yep. Ich brauche aber Groupies, die was aushalten. Deswegen matchst du mich also bei Timber? Nein, ich matche alle Leute, damit sie zu meinem Konzert kommen. Ach so. Wenn ich von etwas Ahnung habe, dann davon, wie man aufgeheizte Frauen abkühlt. In meinem Kopf klang das besser. Aber erstmal muss mein Gig überhaupt stattfinden. Es sind noch Plakate aufzuhängen und mein Drummer ist verschwunden. Ist nicht zum Soundcheck gekommen. Wollte in irgendeiner ekligen, runtergekommenen Bar am Strand noch was trinken. Wenn mir der Name nur einfallen würde. Das mit den Plakaten kann ich gerne übernehmen. Oh, vielen Dank, das würde mir sehr weiterhelfen. Hier, bitte. Was gibt's? Wo sollen die Plakate aufgehängt werden? Überall in der Stadt. Suche am besten nach Stellen, wo sowieso schon Plakate hängen. Kleb meine einfach dazu oder drüber. Stört das niemanden? Mich nicht. Sag mir Bescheid, wenn du alle verteilt hast. Dein Drummer ist verschwunden? Ja, ohne ihn kann der Gig nicht stattfinden, leider. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, wollte er in irgendeiner ekligen, runtergekommenen Bar am Strand was trinken. Aber ich kann mich nicht an den Namen der Bar erinnern. Das ist ein Fall für Detektiv Larry. Ich werde nicht ruhen, bis ich diesen Fall gelöst habe, Baby. Wann gehst du denn mit mir aus? Gedulde dich noch ein wenig. Nach meinen Konzerten habe ich immer Lust, mich... zu vergnügen. Glaub mir, es lohnt sich. Da bin ich richtig aufgeheizt und kann ein Groupie gut gebrauchen. Bis nachher. Ein Plattenspieler. Ha. Gute Technologie wird eben nie von was anderem abgelöst. Ein ordentlicher Krachmacher. Da ist ein altes Buch drin. Das muss wertvoll sein. Die Glasvitrine ist auf dem Sockel verankert. Die bekomme ich nicht auf. Ein hässlicher Lappen, auf dem man ein Gesicht erahnen kann. Hey, Finger weg! Das ist das teuerste Stück im ganzen Laden. Und unverkäuflich. Das ist doch nur ein Lappen. Nein, es ist das Grabtuch. Das Grabtuch von Urin. Okay, ich nehme es für $3. Bist du schwerhörig? Unverkäuflich. Warum? Was macht es besonders? Es ist das Laken, mit dem Freddy Quicksilver begraben wurde. Der vom legendären Live Aids-Konzert. Für Fans von Queef ist es das größte Heiligtum. Einige unserer Gäste kommen nur her, um dem Grabtuch ihre Ehrerbietung zu erweisen. Queef haben sich aufgelöst? Nein, sie suchen seit 25 Jahren einen neuen Sänger. Aber so einen finden sie nie wieder. Und seitdem sind die echt Mainstream geworden. Ja, so richtig ernst kann man die nicht mehr nehmen. Früher waren die noch underground, aber heute... Würdet ihr das Grabtuch gegen etwas eintauschen? Ich kann mir nur eins vorstellen, was uns mehr wert wäre als das Grabtuch von Urin. Ich auch. Eine Polaroid. Was ist das denn? Die streng limitierte Vintage-Kamera von Prune, von der es nur ganz wenige Exemplare gibt. Die druckt direkt ein Foto aus und speichert es gar nicht digital ab. Jedes Foto ein Unikat.
Die Bildqualität ist retromäßig total mies. Ist das nicht eine irre, revolutionäre Idee? BJ ist einfach ein Genie. Sicher. Ich schaue, ob ich eine auftreiben kann. Die Poster soll ich für Lemma verteilen. Und eins weniger. Hängt, wie es hängen soll. Ach, die wird noch genießbar sein. Sieht wie ein normales Brot aus. Vielleicht ist das Gluten einfach unsichtbar. Und eins weniger. Hey, Moment mal, das Gesicht kenne ich doch. War ich betrunken? Dann zähl's nicht. Du hast in deinem Profil vergessen zu erwähnen, wie schlagfertig du bist. Profil? Du meinst, wir sind bei diesem Timber befreundet? Genau. Aber von mir aus können wir mehr sein als nur Freunde. Beste Freunde? Das natürlich gerne auch. Aber mit Benefits. Ich war noch nie auf einer Benefits-Veranstaltung. Kann man da weiß tragen? Dein Outfit ist absolut zeitlos, Hübscher. Meine Sensoren sind besser als die Augen dieses Kerls. Dein Profilbild andererseits, es wird dir gar nicht gerecht. Der kann froh sein, dass er nicht weiß, wie es unter der Gürtellinie aussieht. Pass auf, ich mache dir ein tolles Angebot. Willst du mich mit einer Mutter verkuppeln? Verlockender Gedanke, aber nein. Wie wäre es, wenn ich für dich ein ordentliches Fotoshooting organisiere? Wozu soll das gut sein? Profile mit professionellen Fotos erzielen 86,8% mehr Matches auf Timber. Okay, soll ich mich gleich ausziehen? Vielleicht nicht sofort. Zuerst müssen wir einen romantischen Ort für die Aufnahme finden. Keine Sorge, Romantik liegt mir im Blut. Daran besteht kein Zweifel. Sag mir Bescheid, wenn du eine Idee hast, wo wir uns ablichten. Der Kerl strahlt mich an. Ist offenbar neidisch auf mein gutes Aussehen. Hey, Larry! Wer bist du eigentlich? Soll das heißen, du kennst mich nicht? Nein. Das kann nur bedeuten, dass du keine Modemagazine für Männer liest. Was du, wenn ich das sagen darf, vielleicht anfangen solltest. Gestatten? Richard Ryder. Männliches Model. Du kannst mich Dick nennen. Heißt das, du bist richtig berühmt? Ach was. Naja, ein klein wenig vielleicht. Heißt das, du bist richtig reich? Sagen wir so, ich kann mir in der Innenstadt inzwischen ein zweites Zimmer leisten. Bei den Mietpreisen, die dank Prune in New Lost Wages inzwischen herrschen, gilt das wohl schon als reich. Ich könnte mir auch vorstellen, nebenher als Model zu arbeiten. Oh, warum nicht? Aus jedem Entchen lässt sich ein Schwan machen. Ich bin mal als Kind von einem Schwan gebissen worden. Ich bin Larry. Larry Leffer. Ich weiß. Ich habe eine Idee, wo wir das Foto schießen können. Na dann schieß mal los. Im Prune Store sieht es aus wie in der Zukunft. Bei den hellen LED-Lampen dort sieht man jede Pore. Das will nicht mal ein Supermodel. Wie wär's mit Lefty's Bar? Der Laden erinnert zu sehr an den Intimbereich von Kim Kardashian. Voller schmieriger Versager und Ansteckungsmöglichkeiten. Boah, musste das jetzt sein?
Die Innenstadt von New Lost Wages könnte meine urbane Seite zum Vorschein bringen. Wenn du damit meinst, dass du wie ein Obdachloser aussehen willst, wärst du dort richtig. Also, nein. Ich schaue mich weiter um. Wir sehen uns später.